Willkommen, willkommen, meine lieben Freunde und Kupferstecher. Wie sich gerade eben herausgestellt hat, also für mich war es gerade eben vor euch, ist es mindestens 24 Stunden her, war der letzte Part doch länger als erwartet. Auf gut Deutsch gesagt, dieses mit diesem Einsektor kann ich wohl doch nicht machen. Ich halte mich jetzt einfach strikt an den Timer. Beim letzten Mal hat das mit dem Einsektor halt gut hingehauen. Der letzte Sektor ging 26 Minuten lang. Darum werde ich mich jetzt relativ strikt an die 15-Minuten-Regelung halten. Aber das heißt relativ strikt, also grob. Sagt er mir hier, Codierung überlastet. Das bedeutet, ich werde gleich nochmal, nachdem ich diese Aufnahmen hier gemacht habe, also diesen Part, nochmal checken, ob das überhaupt gescheit funktioniert. In meinem Test hat es gescheit geklappt. Wenn das jetzt wieder nicht der Fall ist, drehe ich durch, dann werde ich nämlich heute keine Aufnahme mehr machen und dann wird es doch keine 2 geben. Das werdet ihr dann aber nicht merken, dass ich das gesagt habe. Ab in den zivilen Sektor. Das ist ein Paradoxon. Ja, bla 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 bla. Sektor neu, Rebellen sind immer in, habe ich am Sack, ich weiß nicht. Weiß ja alles schon. Nichts Neues. Ein großes Asteroidenfeld. Könnte gute Sachen, Materialien dabei haben. Ich werde mir das Asteroidenfeld mal angucken und ich habe gutes Zeug gefunden. Eine verlassene Mine, um genau zu sein. Ist es jetzt schon so weit, dass ich mir einen nächsten Schild zulegen werde? Ich bin in Sektor 4, es gibt 8. Ich habe eigentlich noch Zeit, aber... Ich kriege so viel Zeug hier ran, dass ich das bald machen werde. Oh, noch eine Mining-Plattform. Noch eine Minen-Plattform, die Zeug hatte. Und direkt ein Store. Aber ich springe erstmal woanders hin und dann in den Store. Ich springe direkt an den Stern. Das macht mich sehr glücklich. Ein super großer Klasse-M-Stern. Klasse. Und ich werde angegriffen. Entweder die Leute sind zu gierig oder zu doof. Weil ihr ist ein bekackter, klasse, riesengroßer, klasse M-Stern. Genau, schickt den Mantis noch darüber. Das wird dir garantiert helfen. Mein Mantis sind ja dafür bekannt, dass sie super drin sind im Reparieren. Nicht. Das ist scheiße, dieses Schiff. Das hat 2 große Räume. Normalerweise hatten die doch immer diese schmalen. Dann konnte ich mehrere treffen. Der Schaden wird ja immer noch auf die Räume aufgeteilt. Wenn ich halt so schieße, dann haben die aber binnen kürzester Zeit wieder die Schilde am Start. Egal. Jetzt haben die, habe ich aber die Lebenserhaltung ausgeschaltet. Kollege, dümmer hättest du dich gar nicht teleportieren lassen können. Aber ich glaube, das kannst du gar nicht steuern, wo du landest. Ja, komm, ich nehme es jetzt mal an, weil diese Umgebung auch für mich nicht so geil ist. Na gut, springe ich hier hoch, hier runter und dann so im Kreis. Da kann ich möglichst viele Beacons mitnehmen. Vermutlich werden die nicht mehr lebend da rauskommen. Ja. Ist mir egal. Haben sie voll verdient. Ein Drohnensystem? Wäre das was? Ich kann mir tatsächlich eins dieser Systeme leisten. Entweder ein Drohnensystem, ein Mind-Control-System oder ein Hacking-System. Ich hatte beim letzten Mal tatsächlich mal ein Hacking-System und habe das an das Flaggschiff angedockt und konnte dem dadurch die Schilde ein bisschen runterdrücken, aber ich habe das irgendwie verpeilt, das richtig zu nutzen. Das schaltet die Schilde auch nicht komplett aus, weil der hat ja irgendwie 5 oder so. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Weil wenn er 5 Schilde hat, dann heißt das mit dem Ion-Ding und der Leto, kriege ich das zusammen höchstens auf 2 runter. Dann kann ich mit dem Halberd Beam nichts anrichten. Da muss ich den Charge nehmen am Ende. Ich hatte beim letzten Mal aber auch mal, ich brauche vielleicht noch eine Flak oder sowas. Mit den 7 Debris ist ganz gut, wenn ich so eine nochmal sehe.
Oder halt noch eine Drohne, ne? Also wenn ich die Drohne jetzt, das Drohnen-Kontrollensystem kaufe, dann bekomme ich automatisch eine Combat-Drohne, glaube ich, dazu. Also Combat A1, die hier. Es wird auch angeraten, dass man eine Anti-Drohne dabei hat. Die Anti-Drohne ist aber nur für Combat-Drohnen. Super. Ich habe genug Drohnen, tatsächlich. Genug Drohnenteile. Mind Control. Ja, das ist mal ganz lustig, aber für den Endkampf ist es nutzlos. Weil ich kann anfangen, Leute kaputt zu machen, also dass sie anfangen, die Sachen zu zerstören da drin. Dann zerstören sie sich bringen sich gegenseitig um und wenn alle tot sind, dann repariert er trotzdem automatisch. Das ist bei dem Ding halt irgendwie so. Dann nimmt er diese KI überhand, die halt auch die automatischen Schiffe nutzt. Allerdings könnte ich alle töten, die im Rumpf des Schiffes drin sind, die oben in den Waffen sind, die kommen da nämlich nicht raus. Dann könnten die das nicht reparieren, zumindest in der Theorie, aber die muss ich auch erstmal alle gekillt kriegen, das dauert viel zu lange. Nee, die heilen sich alle, das kriege ich nicht hin. Hacking-System ist jetzt mal enttäuscht, Mind-Control-System ist scheiße, ich nehme nochmal das Drohnensystem. Wobei mich das auch. Wobei ich dadurch auch nicht immer so begeistert von war. Was kriege ich denn dafür? 37 hätte ich da, dann könnte ich mir die Anti. Nee, behalte ich alles. So. Willkommen an Bord, Drohnensystem. Ich kann dich noch gar nicht benutzen. Ich brauche erst ein bisschen Scrap, um meinen Reaktor hoch zu boosten. Dann kann ich das auch nehmen. Oh, Fuel. Das ist, glaube ich, sind normale Preise, aber ich weiß es jetzt gerade im Kopf nicht. Ich hätte vorhin mir noch was kaufen sollen, aber ich habe jetzt nicht aufgepasst in dem Moment. Schaffe ich das? Wenn ich jetzt hier runterspringe und dann hier hoch, habe ich mindestens hier, ab hier, brauche ich mindestens 4 Sprünge zum Ausgang. Ich glaube aber, das ist drin. Das schaffe ich. Mal wieder die eine. Also die haben, das ist das Ding, das da, das Ding um eine kleine Space Station kreist. Und die sieht so aus, als hätte sie Militärgüter an Bord. Also die Station, nicht das Schiff. Und ich will die Güter. Ich bin geil auf die Güter. Ich will alles. Kackbratze. Mist. Das Drohnensystem zwar beschädigt, aber nicht so weit ausgeschaltet, dass alle Drohnen weg waren. Und irgendwie haben sie es noch geschafft, meine Schilde mal auszuschalten. Boah, da habe ich Glück gehabt. Dieses blöde Teleporting schon wieder. Das geht mir jetzt auf den Sack. So, Schicht im Schacht. Bevor der wieder irgendwas drüber teleportiert und mir irgendwie Schaden macht. So, Station. Ja, die ist schon ausgeschlachtet worden. Da gibt es nichts mehr zu holen für mich. Nochmal meinen Piloten heilen, damit der wieder fit ist. Nicht so wie ich mit meinem tollen Bänderabriss, mit dem ich hier gerade rumsitze. Und weiter geht's. Zack. Oh, hier ist noch ein Store, aber ich brauche nicht noch einen Store jetzt. Das müsste ich aber zeitig hinkriegen, wenn nicht, muss ich mich halt mal kurz denen stellen. Ja, hier habe ich nicht mal die Wahl, aber das will abhauen. Oh, wenn das schafft abzuhauen, dann bekomme ich tatsächlich Schwierigkeiten. Ich fahre jetzt mal wieder den mutigen Kurs und nehme die Sauerstoff, also die Lebenserhaltung raus, um mich hier um zu kümmern. Aber der schafft halt kontinuierlich ein Schild. Genau darauf habe ich gewartet. Er schafft es kontinuierlich, eine Schildschicht wegzunehmen. Und dann kann ich eben hier mit einem schnellen, beherzten Eingriff, weil der Beam ja Lichtgeschwindigkeit hat, Schaden anrichten. Genug Schaden. Der fliegt nirgendwo hin.
Kann auch seine Jutemusion-Ding hier aufladen und mich drauf feuern, ist mir scheißegal. Hilft ihm nicht. Der kommt hier nicht weg. So, das ist der ultimative Schuss für die Waffe. Besser kann ich nicht schießen. Bei diesem Schiffsbauweise. Gut, Sauerstoffniveau war auf, ich glaube, 36%. Also tief, aber nicht so tief. Ich bin begeistert davon, dass dieser Run echt so lange geht. Dass das hier echt gut läuft. Also wenn der jetzt weggekommen wäre, dann wäre der die Rebellenflotte wieder näher gekommen, schneller. Und dann wäre ich ganz schön gefickt gewesen. Die greifen mal wieder, jetzt die Rebellen mal wieder, die Penner, die greifen mal wieder eine Weltraumtanke an. Ich weiß auch nicht, was die mit ihren Tanken haben, ey. Kauf ich doch ein schönes kaltes Bier. Vielleicht bis sie tanken, wenn nicht, dann, ja. Bei uns an der Tanke ist immer Tuning-Treffen und so ein Scheiß. Da treffen sich alle, das ist ein richtiger Treffpunkt. Warum die sich da alle treffen, habe ich auch nicht verstanden, aber so machen es halt. Gutes für Geschäft für den Besitzer der Tankstelle, allerdings gehört dem Besitzer der Tankstelle auch die Hälfte vom Rewe. Das ist schon krass hier bei uns. Daheim. Okay, der hätte ich mir eigentlich sparen können. Zack, zack, zack. Und das war's. Zeug von denen. Ja. The Outpost hails you. The Pumpers Bastards expected free service just because they defeated the Federation. Take this for the help. Also die meinten, die wären einfach die geilsten Säue, weil die eben gegen die Föderation vorgehen. Muss aber jetzt nicht heißen, dass jeder genauso denkt wie die. Und der Besitzer von der Tanke sah das komplett anders, dass die hier umsonst Zeug haben dürfen, nur weil die eben der Meinung sind, Krieg ist besser wie friedliche Verhandlungen. Nur weil ich die Hintergründe hiervon ja nicht kenne, von dieser Rebellion. Ja, ein wunderschönes Sternsystem, in dem es gar nichts gibt. Ja. You have encountered a refugee ship drifting in space. It looks as if it was fleeing the rebel advance and ran out of fuel. Dieser Satz, also diese zwei Sätze, die sind bei jedem zweiten blöden, bei jedem Flüchtlingsschiff halt, was hier rumfliegt, sind die da drin. This jet speaking is active, but you are not sure anyone is on board and its communication seems to be down. Also der letzte halbe Satz ist anders. Jetzt kann ich die ignorieren, ich kann, also die antworten mir nicht, deswegen ist Hailen schon mal keine. Darf ich das nicht? Also die haben das einfach mal gemacht. Normalerweise fragen sie mich vorher. Jetzt machen sie das einfach. Keine Ahnung warum. Ist irgendwie, ja, an sich eine Schweinerei. Ich kann jetzt mich vorbereiten und das Schiff entern, also an Bord gehen. Das mache ich jetzt auch. So. The ship is completely abandoned. There's no trace of the crew or any cargo. Mystified, you leave the ghost ship and continue on. Da war nix, gar nix. Nix, nada, die Ente. Weder Ladung, noch Crew, noch Gefangene, noch sonst was. Einfach leer. Mysteriös. Oh, kann Drohnen verkaufen. Ich habe jetzt aber selber Drohnen. Die Leute. 48 Klepper, nicht wenig, ja. Ich verkaufe hier 6 Drohnen. 24 mache ich. Ich habe die Subsysteme ernsthaft auf das Maximum-Level gebracht. Bin ich bescheuert? Nö, finde ich eigentlich ganz gut. Braucht man immer. Ja, mache ich einfach nochmal ein bisschen mehr Energie in den Reaktor. Das braucht man sowieso immer. Das ist wichtig. So. Ja, wir haben laut meinem Timer noch 30 Sekunden. Von daher beende ich diesen Part jetzt. Diesmal hat das sektorenbedingt tatsächlich Zeitmanagement auch gut gereicht.
Wenn es im nächsten halt nicht reicht, dann werde ich eben, wenn der Timer anschlägt, werde ich das Event, was ich gerade noch habe, zu Ende bringen. Oder vielleicht noch das nächste, also wenn ich kurz vorm Exit bin, gehe ich auch noch bis zum Exit und gehe dann erst raus. Aber wenn ich wieder genauso in der Mitte bin und noch drei Sprünge vor mir habe, dann mache ich es nicht. Aber gut, so viel dazu. Ist eigentlich gar nicht so interessant, was ich gerade wieder erzähle. Bin heute Mittag gefragt worden, ob ich fürs Scheißlabern eigentlich Geld verdiene. Habe ich nur gedacht, ja, das wäre mal was. Das wäre eine gute Einnahmequelle. Würde ich auch Akkord arbeiten. Habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Lasst bitte Feedback da. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.